Hey mein werter Freund und meine werte Freundin von Stay on Fire. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, Teil unserer Serie Jünger sein. Und wie der Titel schon sagt, es geht darum, wie ist man ein Jünger Jesu? Und Jesus hat im Neuen Testament super viel darüber gesagt, ganz konkrete Aussagen an seine Jünger getroffen. Und die gelten eben auch noch für uns heute. Und was diese ganzen Teachings von Jesus in deinem ganz konkreten Alltag bedeuten können, darum geht es in unserer Serie Jünger sein. Und heute ganz konkret darum, was es bedeutet, ein strahlender Jünger Jesu zu sein. Und die Bibelstelle dazu, die steht in Matthäus 5, die Verse 14 bis 16. Ich lese sie dir mal vor. Da sagt Jesus: Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten, dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lass uns wie immer zunächst mal in diesen Kontext schauen. Auch diese Aussage Jesu steht in seiner bekannten Bergpredigt. Da stand er eben auf einem Berg und hat zu vielen Jüngern von sich gepredigt und hat sie ermutigt, in der Jüngerschaft wirklich Jesus nachzufolgen, trotz aller Widrigkeiten, die das mit sich bringen kann. Und Jesus hat es eben geliebt, in Gleichnissen, in Bildern zu sprechen. Und hier verwendet er das Bild vom Licht. Licht war immer schon bedeutend, damals, so wie heute, auch ganz konkret im Alltag. Doch was bedeutet es, ein Licht in dieser Welt zu sein? Und das sollen wir Jünger Jesu sein. Der erste Punkt ist, Jünger Jesu spiegeln Jesus als Licht wider. Weißt du, Jesus bezeichnet sich an ganz vielen Stellen in der Bibel tatsächlich selbst als das Licht in dieser Welt. Und es geht gar nicht darum, jetzt irgendwie selber ein ganz leuchtendes Licht zu sein, alles aus sich selbst heraus zu tun, sondern ein Jünger Jesu spiegelt lediglich das Licht wider, das Jesus Christus selbst ist. Er ist die Lichtquelle, um die es bei dem ganzen Thema geht. Und Licht bringt einfach Wärme und Geborgenheit in diese Welt und bringt auch Lösung in diese Welt, erhält diese Welt. Und genau das möchte ihm Jesus zeigen, wenn er sagt, ich bin das Licht dieser Welt und wir dürfen als Jünger Jesu dieses Licht widerspiegeln. Ein zweiter Punkt ist, strahlende Jünger Jesu fallen auf. In dieser Bibelstelle steht eben, eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, die kann nicht verborgen bleiben. Ein Jünger Jesu, der mit seinen Worten und Taten Jesus widerspiegelt, der fällt auf in dieser Welt, so wie ein strahlendes Licht, was man auch nicht wie dieses, ja, wie so eine Öllampe irgendwie unter einen Lampenständer stellt. Nein, es muss einfach die ganze Stadt erhellen. Und genau das tut man, wenn man ein Jünger Jesu ist. Man fällt auf und man erhellt diese Welt durch das Licht, das in einem brennt, durch den Heiligen Geist, eben Gott selbst. Und der dritte Punkt ist, Jesu Jünger stellen ihr Licht nicht unter den Scheffel. Auch hier nochmal die Verse 15 und 16. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jünger Jesu verstecken eben nicht die frohe Botschaft. Eben nicht das Evangelium, sondern sie lassen ihr Licht wirklich leuchten. Sie verstecken nicht das, was sie mit Jesus erlebt haben oder eben das Evangelium, dass Jesus für alle Menschen am Kreuz gestorben ist, sondern sie erzählen offen davon und sie lassen es wirklich bewusst leuchten vor den Menschen und erhellen damit diese Welt. Sie stellen ihr Licht oder das Licht von Jesus eben nicht unter den Scheffel. Zum Abschluss möchte ich dich jetzt ganz praktisch ermutigen, wie du so ein strahlender Jünger Jesu sein kannst. Zum Ersten, es startet einfach beim Gebet und bete darum, dass Jesus dir Möglichkeiten und Mut schenkt, offen von ihm zu erzählen und dein Licht leuchten zu lassen. Der zweite Punkt ist, frage dich, in welchen Lebensbereichen spiegelst du bereits das Licht von Jesus wider? Oder wo stellst du es vielleicht noch unter den Scheffel, sage ich jetzt einfach mal. Und komm einfach mit Gott ins Gespräch darüber, wo du vielleicht noch mehr das umsetzen kannst, was Jesus in seinem Wort zu dir sagt. Und der dritte Punkt ist, hey, nutz die Möglichkeiten, wirklich dein Licht in dieser Welt leuchten zu lassen. Ich bin mir sicher, dass Gott dir Möglichkeiten schenken wird. Und vielleicht fällt dir jetzt auch schon ganz konkret was ein, der Person, der du von Jesus erzählen kannst oder irgendetwas anderes. Ja, vielleicht auch irgendeine Tat, die du tun kannst, um dein Licht ganz konkret scheinen zu lassen. Was auch immer dir auf dem Herzen liegt, ich ermutige dich heute ganz konkret, das zu tun. Und gleich findest du noch ein paar Gruppenfragen für dich allein oder vielleicht auch in einer Gruppe, wo du dich mit so 1, 2, 3 Fragen einfach nochmal tiefer damit beschäftigen kannst, was es bedeutet, ein strahlender Jünger Jesu zu sein und eben das auch zu erleben, ja, wie Gott dich da wirklich unterstützt und du dein Licht wirklich leuchten lassen kannst. Und das wünsche ich dir. Und in diesem Sinne, stay on fire!